Als wir von der Diagnose Down-Syndrom erfahren haben, es war ja so, dass die Ärzte das nicht erkannt haben nach Geburt. Sie hat uns ja mit dem Extrachromosom überrascht. Und mir als Mama ist es dann aufgefallen im Aufwachraum nach dem Kaiserschnitt. Es war erstmal nicht so real, ne? Bis dann die Diagnose wirklich nach dem Bluttest feststand. Und dann, als wir das schwarz auf weiß hatten, dann ist natürlich erstmal so der Boden unter den Füßen weggezogen worden. Und dann steht man eben erstmal alleine da und weiß gar nicht, hey, wo soll ich jetzt anfangen? Was bedeutet das? Was ist das? Wird mein Kind krank? Wird mein Kind sterben? Und lauter diese Gedanken und Fragen gehen einem durch den Kopf, ne? Wir haben uns entschieden, Leonie die Möglichkeit zu geben, in einen Regelkindergarten zu gehen, weil wir gesagt haben, hey, sie war vorher schon in einer Krippe und es war auch eine Regelkrippe. Und da hat sie so tolle Fortschritte gemacht in der Gruppe, dass wir gesagt haben, wir wollen dieses Projekt wagen, sie in einem Regelkindergarten quasi begleitend bis zur Grundschule anzumelden. Ja? Und dazu müssen wir auch noch sagen, dass der Kinderarzt von Leonie, er hat uns von Anfang an schon im Krankenhaus immer Mut gemacht und hat gesagt, behandelt Leonie so normal wie nur möglich. Lass sie alles machen, in einen normalen Kindergarten, in eine normale Schule. Und dem Rat sind wir wirklich von Beginn an gefolgt. Und sie wächst mit uns normal auf und mit Trubel und actionreich. Und da darf sie einfach sich entfalten und sich austesten. Und genau das war auch der Beweggrund, dass wir gesagt haben, sie soll es im Regelkindergarten probieren. Wir teilen unser Leben auf TikTok, Instagram und YouTube, weil als wir die Diagnose erhalten haben, war es für uns sehr, sehr schwierig natürlich. Und wir wollten einfach Bilder und am liebsten Videos sehen, dass man mal sieht, wie ist das Leben mit Down-Syndrom wirklich. Man liest sehr, sehr viel auf Google, sehr viele Horrorgeschichten. Und da versucht man dann auch, Bilder zu bekommen, die positiv sind, ne? Die einen ermuntern als Mama. Uns war es wichtig, einfach zu zeigen, wie liebenswert und wie lebenswert das Leben mit Down-Syndrom sein kann.